Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de, Hashtag Werbung, denn wir sind, wie ihr seht, beim Pre-Release, Pre-Pre-Release von Bloomborough und wir spielen ein Sealed, das allererste Sealed. Ich habe mich null auf das Set vorbereitet, das heißt, ihr dürft mit mir jetzt lachen, wie ich jede Karte einzeln lesen muss. Das gab es auch schon lange nicht. Oh, wir haben den fetten Bär. Ich glaube, ich habe schon mal eine spielbare Karte entdeckt. Keen-Eyed Creator, okay. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist der neue Us, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir noch eine Mythic. Oha. Das macht Tokens von ihm. Ich glaube, der ist aber im Limited nicht so das Highlight. Ja, wir haben ziemlich viel Isset-Zeug auch. Der macht Rabbits. Okay, schon mal gute grüne Karte. Der zieht eine Karte, kann gebounced werden. Changeling ist, glaube ich, in dem Format auch ganz wichtig. Von Kai. Da können wir nämlich tatsächlich, ich linke euch das auch, schaut gern bei unserem Kumpel Solaris vorbei. Da können wir nämlich rausknobeln, was wir spielen wollen. Ich denke, auf jeden Fall wollen wir hier grün spielen. Equal to the number of lands you control und wenn die ins Spiel kommt, dann millen wir 4 und dann alle Länder kommen zurück aufs Battlefield tapped. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ziemlich cool. +1/+1, target creature you control. Okay. Oder fight. Oder Enchantment zerstören. Hört sich gut an. 4/4/4. Immer gut. Das ist ein neuer Fight. Auch cool. Und der ist eben in den Froschfarben. Frosch ist Simic, glaube ich. Richtig? Stimmt's? Was ist denn Golgari? Golgari ist, glaube ich, Squirrels. Da haben wir schon einen. You may forage. Und forage ist eben so ein Friedhof-Zeug. Also Friedhof, Exile oder Foodsäcken. Gute Karte auf jeden Fall. Sideboard vielleicht? Okay, Mana Dog. Mit einem echt süßen Artwork. Cool, nehmen wir im Sealed auf jeden Fall. Da können wir rampen hier. Und es ist ein Food selber. Das will man, glaube ich, auch spielen. Aha, okay. Ultra Combat Trick. Dann haben wir den neuen Us. Den finde ich, glaube ich, cool. Der ist auch ganz cool, wenn wir expanden. Expanden ist einfach nur, wenn wir 4 Mana ausgeben pro Zug. Dann wird er indestructible. Den 2-2er, der ein Food mitbringt und ein Squirrel Raccoon ist. Das seht ihr, es gibt in diesem Set jetzt dann Kreaturen, die haben beides drauf. Damit ihr eben im Draft beides aktivieren. Und der Brawl. Okay, ein Fight. Kann man brauchen. Dann haben wir hier rote Karten. Das ist, glaube ich, einfach das X, dieses 4 Mana ausgeben Thema in Temu, in Krul. Treasure machen, exilen. Okay, das ist, glaube ich, keine Karte fürs Limited. Wir haben hier Removal, ziemlich teures Removal. Wir haben den Haster. Okay, Mana Sky. Der Soldier ist, glaube ich, eher so Boros-Ding. Guter Combat Trick. Auch gute Karte, aber 1-4, ziemlich langsam. Okay, das ist auch fürs Boros-Deck. Auch coole Karte, aber auch eher aggressiv. Ich weiß nicht, wie aggressiv unser Pool ist. Eigentlich wollen wir... Okay, wir haben hier nochmal Removal. Schauen wir mal die schwarzen Sachen an. When this creature enters, target opponent loses 3 life unless they sacrifice an online permanent or discard a card. Auf einer Common 4-3, okay. Spielbar, sag ich mal. Die gibt Flash. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber jetzt macht sie selber noch was kleiner. Ich glaube, die ist sehr, sehr gut, oder? Weil, wenn er die im Combat, ich meine, es ist 4 Mana. Na, vielleicht ist sie einfach nur spielbar. For each Lizard, das heißt, die gibt Lifelink Indestructible. Es gibt echt gute Combat Tricks in dem Set. An die werde ich super reinlaufen.
Sacrifice und dann Return Target Creature, auch ultra gute Karte. Das ist für unser Food. Also das Schwarz gefällt mir gerade gut. Wir haben super Removal. Das ist das neue Thoughtseize. Da bin ich ehrlich gesagt, ich glaube, im Limited will man das nicht spielen, oder? Vielleicht im Sideboard. Okay. Wir können den exilen, was return. Okay, das wäre von unserem Mill-Typ. Bandits, irgendwas. Zu viel Text. Freund, das hat zu viel Text. Each opponent discards two cards. Unless they discard a non-land card. Okay. Also ein Mind-Rot-Effekt. Und dann so ein. Ja, wie heißen sie? Ihr wisst, was ich meine. Effekte, wenn man wenig Karten hat. Wie heißt das Deck? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Egal. Ja, glaube ich, kein so ein wichtige Karte im Limited. Okay, das ist ein Payoff, wenn wir mit dem Graveyard was machen. Also wenn wir diese Forage-Mechanik benutzen. 1-1 für 1. Der wird halt so ein Build-Around sein, denke ich. Ich glaube, wenn wir das viel machen, ist der gut. Und wir haben hier ein Creature-Land. Oder das Land, das was mit Creature-Typen macht. Das ist doch ganz cool. Dann haben wir Frosch. Wishing Well. Put a Coin Counter. Then you may cast target instant sorcery spell. Okay. Flash Enchanted Creature of Food. Okay, das Removal. Ja, aber da haben wir jetzt nicht so die Finisher. Counterspell noch. Okay, mein Vase ist auch nicht so viel. Ich würde sagen, wir versuchen das mal mit diesem. Mit diesem Golgari. Das ist auch tatsächlich ein bisschen einfacher zu bauen für den Anfang. Wir haben ein bisschen wenig Kreaturen, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, 17. So schlimm sieht es gar nicht aus, gell? Das Land wollen wir auch auf jeden Fall. Ich glaube, den Thoughtseize-Effekt will ich nicht. Dann schauen wir mal, dass wir was wir nicht brauchen. Ich meine, der ist ein cooles Top. Macht eben Rabbits. Weiß nicht, ob wir den zwingend brauchen. Der ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu casten. Okay, wir können noch millen. Das heißt, wir haben echt viel Removal. Okay, und das hilft uns nicht auszumillen. Das ist schon mal gut. Okay, was ist hier das Schlechteste? Die zwei drauf sind eigentlich alle ganz gut. Tja. Ich will fast schon den hier cutten. Obwohl der halt 5 Mana. 5 Mana, 5-4 ist quasi. Was machen wir mit dem, Freunde? Ich glaube, ich habe nichts, damit ich die Tokens pumpe. Ich versuch's mal so. Und dann schauen wir mal in die Spiele rein. Allererstes Mal, ich muss echt alles lesen. Ihr seht es schon. Ich bin gespannt, gegen wen wir gepairt werden. Hoffentlich gegen jemanden, der auch noch nicht so richtig Ahnung hat. Das wäre ganz cool. Okay. Gegen Kenshi. Sehr gut. Erstes Spiel direkt gegen Kenshi. Okay. Ich kann meinen One-Drop nicht spielen, aber ich kann meinen Ooze spielen. Und ich glaube, das ist ganz cool. Das Consume the Creed sieht ein bisschen mies aus mit meiner Mana-Basis. Aber das können wir machen. Ich habe auch keinen Sound, glaube ich. Danke, Arena. Göchen. Der wird halt irgendwann riesig. Okay. Shapeshifter. Tja. Tja, jetzt ist jetzt hat's schon. Jetzt hat es schon vorbei. Oha. Ein Snail. No blocks. Was macht er? Enters creator place now if you don't control the snail. Otherwise put a +1/+1 counter on snail you control.
Aha, okay, der ist ja völlig abstrus. Ja, ich kann immer noch nichts machen. Zweifarbige Mana, aber es ist zu krass. Jo, dann wird er gesackt. Zieht unendlich Karten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir haben schon mal zwei Permanents. Coole Karte. Coole Karte. Den können wir effektiv haten, sag ich mal. Come on. Okay, schade. Jetzt nicht mehr. Jo. Dann nehmen wir den Combat-Trick so hin. Jetzt brauchen wir noch. Ja, wir hätten halt irgendwann mal unsere zweite Farbe ziehen müssen. Schade. Nochmal, nochmal. Ich meine, ich habe keine Duel, denn ich glaube, es gibt auch in dem Set wenig Fixing. Eben um nicht dreifarbig zu spielen. Ist halt kein Modern Horizons 3. Okay. Das kann man, glaube ich, keepen. Ist die Frage, mit was wir starten. Wahrscheinlich halten wir das mal noch auf der Hand. Ich glaube, ich spiele mal ihn. Einfach, weil ich das Upside habe, dass ich nächste Runde ihn hier spielen kann. Und der Attack eben ziemlich shady ist. Okay, 3-3. Attack Target Non-Land Permanent. No Attacks. Mein, auf ihn zu kommen wäre natürlich insane. Der kommt ungetappt, gell? Ja, okay. Wie wir schon festgestellt haben, es gibt halt 100 Combat Tricks. Das heißt, eigentlich will ich in keinen reinlaufen. Wahrscheinlich bei dem Attack würde ich einfach gar nicht blocken. Wahrscheinlich ist hier die richtige Wahl. Okay. Ja. Coole Combo. Coole Combo. Ich glaube, ich versuche mal meinen komischen Ambusher offen zu halten. Okay. Okay. Kann ich hier jumpen und dann damit traden? Der Flieger wird noch so ein bisschen ein Problem, aber vielleicht sehe ich ja einen von meinen Fights.
Jo, mach mal. Okay, das pumpt quasi Mäuse. Ich greife mal an. Das habe ich erwartet. Ich könnte da auch Offspring spielen, aber ich glaube, es ist mir lieber, ich habe den einfach als Blocker. Nächste Runde kann ich, wenn ich noch mal ein schwarzes ziehe, und meine, nee, weil das kein schwarzes macht, nur für Creature Spells. Ja, da war es vielleicht ein bisschen mies. Weil das tatsächlich kein Swamp ist. Wenn wir das mit dem Food machen dazu, ist schon ganz cool. Dann können wir hier das giften. Habe ich. Okay, Draw and Discard, auch eine coole Karte. Die Simic-Frösche wollen ja immer mal wieder gebounced werden, was ganz cool ist. Okay. Schöne Karte. Ich glaube, ich mache das Main Phase. Schau, was passiert. Gar nichts, aber da war irgendwo ein Combat-Trick versteckt. Ich glaube, ich greife mit beiden an. Dann on the top. Okay, da wird manuell getappt, um Weißes offen zu lassen. Ich glaube, ich nutze das und mache hier mal, rüst mal einen von diesen ab. Ja, gelingt. Mit Offspring bitte. Otopei. Immer noch kein zweites Schwarzes. Okay. Ich glaube, wir jumpen. Okay. Fair. Ich glaube, ich attacke. Und dann spielen wir unseren fetten Bär. Zero Lands. Ah, geil. Das habe ich mir anders vorgestellt. Die wären ganz cool gewesen. Haben wir einen von unseren 2-2-Drops die Sachen wiederholen? Nee, natürlich nicht. Tja.
Na gut. Genau, was macht das eigentlich? Return Target Bat Lizard Rat or Squirrel. Das ist eine Ratte. Die können wir dann zwar nicht casten. Wenn wir einen Swamp ziehen, können wir es casten. Okay, was haben wir denn an grüne Karte? Okay, ich kann foragen. Das könnte ich machen. Also, dann passt auf, dann machen wir das so. Ich hätte vorher angreifen sollen, nebenbei. Und dann holen wir uns. Eigentlich wäre das ganz clever. Aber ich will, glaube ich, nochmal eine Kreatur. Ich biete den unendlichen Trade an. Und der kommt auch mit, einfach weil er unblockbar ist. Machen wir. Soll mir recht sein. Nächste Runde, wenn wir Land ziehen, können wir Offspringen. Wenn wir ein schwarzes ziehen, können wir ein Edikt spielen, wobei ich nicht weiß, ob wir das wollen. Andersrum wäre es besser gewesen. Ich war so begeistert, dass ich das hier. Dass der mein Gravedigger im Friedhof ist. Aber offensichtlich wäre es besser gewesen, erst anzugreifen, dann das zu spielen, dann den Lumra wieder zu holen. Aber was halt. Wir sind ja im Pre-Release. Da wird auch mit dem Friedhof rumgespielt. Ach so, ja, genau. Der Client hat einen Bug, dass man den Friedhof nicht anschauen kann, wenn man keine Priorität hat. Das ist ein bisschen blöd. Oha, Mockingbird. Gute Karte. Gute Karte. Da wird der Flyer geforaged. Ich glaube, ich nehme sogar den Trade an, weil ich kann hier eh nichts blocken. Tja. Und das wird wahrscheinlich GG sein. Alles fliegt. Vielleicht wird ja hier was gesackt. Nee, okay. Hey, ich bin noch. Ich meine, es muss noch was reinkommen. Ansonsten überlebe ich noch eine Runde. Okay, ich habe ultra beschissen gespielt. Aber es hat gereicht. Nehme ich. Nochmal. Vielleicht sollte man die Mana-Basis umbauen, aber so wichtig ist das jetzt nicht. Wir wollen lieber nochmal ein Spiel reinkriegen. Und dann lieber nochmal ein Ziel mehr machen, oder?
Ich habe auch noch ein paar Decks rausgesucht. Ich werde nachher für euch noch ein bisschen aufnehmen im Constructed. Das Event hier ist ja gesponsert von Wizards of the Coast, Hashtag Werbung. Das heißt, wir haben nur Content Creator auf diesem Server jetzt. Das führt natürlich dazu, dass wir ein bisschen langsamere oder längere Wartezeiten haben im Sealed. Aber es war schon schlimmer. Von dem her. Okay. Bandit. Dann schauen wir mal unsere Starthand an. Wir können unseren Ooze leider nicht casten, aber wir könnten Removal casten. Zu Raccoon Ooze. Okay. Jetzt haben wir was, das wir casten können. Equal to the power of numbers of creatures you control. Okay. Wahrscheinlich wollen wir den sogar einfach abstellen. Falls ein Tokenmacher kommt, ist er 3-3, kann ich ihn nicht mehr handeln. Easy dreifarbig. Easy dreifarbig into Mythic Bombe. For a creature, you draw a card, gain one life and put a plus one counter on Helga. Okay. Verrückt. Ja gut, da machen wir erstmal nix. Die Länder-Artworks sehen ja wirklich cool aus. Also wenn die jetzt noch im Old Border wären, dann könnte ich mich ja begeistern lassen. Auch dass es wieder Jahreszeiten gibt, finde ich super, super cool. Das habe ich eigentlich immer geliebt. Wieder ein Mockingbird. Was ist denn los, Freunde? Okay. 2-2 Flyer. Fair. Frage ist jetzt, ob wir ihn abstellen oder hier. Ah, cool. Ich glaube, ich will Helga abstellen. Auch wenn es meinen ganzen Zug kostet. Und dann kann ich immer noch nächste Runde King Creator into noch so ein Orator spielen. Der greift mich dann eben an eine Weile, aber vielleicht kann ich auch nächste Runde hier den Wolverine spielen. Der fightet ihr dann weg. Einfach weil der Opponent Landdrop verpasst hat und der auch Mana macht. Ist, glaube ich, ganz clever. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Has Vigilance and Reach. Denke. Ach, Creature Token nur. Okay. Dann zerstören wir eben das Artefakt. Ah, dann ist ja deutlich. Also, er ist immer noch insane. Weil 6-5 mit Upside, dass so ein Shatter-Effekt ist, für 5 Mana ist. Aber der Fight, das wäre ja völlig abstrus gewesen. Okay, so macht's mehr Sinn. Hauen wir mit dem vierten Mana. Passiert. Kommt jetzt ein Combat-Trick, der den enttappt oder Removal oder. Okay. Fair. Könnt sogar ihn spielen und gleich auf 4-4 bringen. Ja, plus 4, plus 4. Weil, ja, ich kann leider wieder die Friedhöfe nicht anschauen.
Ich soll mir auf jeden Fall mal Helga. Ja, ich habe auch nur Instance. Ich spiele nochmal so einen. Und dann sage ich Go. Dann kriegt gleich wieder meinen Friedhof ins Gesicht gedrückt. Ich habe aus Versehen draufklickt. Sorry, Game. Ich wusste es. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, wenn wir unsere Farben ziehen, dann macht das Deck auch was. Jetzt schauen wir mal an. Wir haben ein Artefakt. Kreatur haben wir schon. Instant. Wir haben sonst nichts. Also. Das kann halt wieder jeglicher Removal Spell, Combat Trick sein. Ich greife mal so an. Ich kenne mich nicht aus. Ich will ihn nicht riskieren. Vor allem, weil meine Follow-up Plays jetzt nicht so geil sind. Okay. Dann spiel dein Combat-Trick. Oder spiel ihn nicht. Nächste Runde können wir ihn hier legen, dann hat er auch plus 3, dann können die alle angreifen. Okay, Mana offen gelassen für nothing, wahrscheinlich einfach kein Mana gezogen. Brauchen wir es vielleicht nicht so sehr respektieren. Ja, wenn man kein Mana zieht, ist blöd. Good game. Okay, das war mein erstes Sealed. Schreibt mir gerne drunter, was ich alles falsch gemacht habe. Außerdem ein Spiel, das ich übel verzockt habe und trotzdem gewonnen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.